Super Mario Sunshine wird geremaked. Oh, krieg ich jetzt die Pyramide, die ich mir gewünscht habe? Hier kommt Spaß auf uns zu. was? Einen Charakter gibt es noch, mit dem haben wir noch gar nicht gespielt, und das ist Mopsy. Ich dachte mir, bei der Verschnaufpause Höhlenschatz wäre ein passender Moment gekommen, ihn vorzustellen. Allerdings musste ich schon nach wenigen Sekunden den Part neu starten, denn man braucht für diese Verschnaufpause unbedingt den Bora. Und Mopsy kann genauso wie die Yoshis eben keine Power-Ups verwenden. Also geht's nur mit anderen. Das war ja wild. Ja gut, was jetzt daran wild war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde generell es ein bisschen schade, dass man einige Voice-Files der Plauderblume häufiger hört. Ich meine, es wäre jetzt wirklich kein mega Aufwand gewesen, einfach mehr verschiedene Voice-Files aufzunehmen. Oder man platziert halt einfach ein wenig seltener diese Duplikate. Naja, wie dem auch sei. Jetzt geht's weiter mit Zug um Zug im Wüstensand. Wir bleiben erstmal bei Luigi, weil richtige Level möchte ich natürlich nicht mit einem Easy-Character spielen. Da würde die Herausforderung ja irgendwo auch verloren gehen und das wollen wir nicht. So, hier wird offensichtlich wieder richtig zugepackt. Nicht nur an der Säule, sondern wohl auch hier bei dir. Bei der Mumie. Aber ich glaube, da hätte ich jetzt auch mit dem Bohrer einfach unten durchgekonnt auf die andere Seite und hätte die dann auch packen können, ne? Können wir dann ja gleich mal ausprobieren. Wenn es nötig ist. Ah, man kann die sogar auch mit dem Bohrer killen. Als ob dieser Goomba da einfach so im Sand schläft. Wobei ich sagen muss, ich habe das als Kind auch sehr gerne gemacht. Mich im Sand eingegraben oder meinen Vater im Sand eingegraben. Der mochte das zwar nicht, auch nicht, wenn ich es bei mir gemacht habe. Aber ich weiß nicht, ich fand das immer so kuschelig warm. Mir hat das gefallen. Nur schlafen sollte man da vielleicht nicht. Das ist ein bisschen gefährlich unter Umständen. Yo, auch die Vögel können wir mit dem Bohrer abwehren. Richtig krass. Warum ist hier eigentlich das Twitch-Logo auf den Säulen zu sehen? Es sieht zumindest so aus. Dass es das nicht ist, das kann ich mir schon denken. Irgendwie komme ich gar nicht mehr zum Grabben. Aber andererseits kommen wir auch schneller an den Gegnern vorbei, wenn wir sie einfach durchbohren. So, jetzt nicht zu voreilig. Es wird langsam Zeit für die zweite lila Münze. Wobei ich glaube, das hier sollte einfach nur Schutz vor den Spechten bieten. Vielleicht da hier. Wo befindet sich wohl das Secret? Ist es etwa die blaue Röhre unter all den goldenen? Nein. Wirklich. Das war jetzt auch sehr einfach zu sehen und sehr einfach zu bekommen. Außer man hat keinen Bohrer mehr. Ansonsten ist das so nice. Da hat Luigi recht. Kann man auch höher springen, wenn man da aus dem Boden geschossen kommt? Nee. Aber ich habe noch dieses besondere Abzeichen. Wenn man so einen crazy Double Jump hat. Ja, weiß ich nicht. Also die Münze ist jetzt ein bisschen ideenlos. Schade. Aber wir haben ja noch die Wunderblume. Was erwartet uns da? Yo, was, was, was? Hey.
Oh, kriege ich jetzt die Pyramide, die ich mir gewünscht habe? Das wäre ja unglaublich geil. Ja doch, oder? Das hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten mit einer Pyramide. Was heißt hier Eindringling? Ich dachte, du bist auf meiner Seite. Hey! Yo, es ist eine Pyramide mit Fallen einfach. Cool. Und ich habe so das Gefühl, die Blume mag mich nicht mehr. Schaffst du es rechtzeitig raus? Eindringling. Oh, schon vorbei. Schade. Da hätte ich auch gerne mehr gesehen. Aber geil, dass ich das jetzt doch noch bekommen habe. Vielleicht kriegen wir ja noch ein ganzes Level. Ja, ja, jetzt auch freundlich tun hier. Falscher 50er. Dem kann man nicht trauen. Das ist mit Sicherheit fürs Ziel. Yeah! Sehr schöner Level. Die lila Münzen waren vielleicht ein bisschen zu einfach. Aber so grundsätzlich vom Leveldesign und mit der Pyramidenüberraschung. Super. Ich bin echt froh, dass die Level hier wieder besser sind wie in der dritten Welt. Da war es halt sehr mit, muss man wirklich sagen. Oh, und gleich noch was Neues freigeschaltet. Ein Weg rauf zum Palast? Wirklich? Okay. Aber ich denke, wir bleiben erstmal hier unten, weil da gibt es auch noch einiges. Hier zum Beispiel haben wir doch noch... Nee, da war es nicht. Wo war denn das? Irgendwo ging es rein? War das hier? Ah ja, genau, das meinte ich. Mit der Bühne. Hab's mir natürlich noch nicht angeschaut, aber vielleicht ist das jetzt was für Mopsy. Oh Gott, die Stimme. Ich glaube, die Besonderheit bei Mopsy war, dass der sich noch zusätzlich über Stacheln bewegen kann. Ohne Probleme. Das ist ein Silhouettenlevel? Mit Mario Sunshine Musik? Leute, das ist ein Zeichen! Super Mario Sunshine wird geremaked! Oder wir bekommen den Nachfolger! Mario Sunshine 2! Warte, passiert eigentlich noch irgendwas Krasses, wenn wir... Das... Achso, das bewegt sich nur, wenn ich da oben bin? Ach, keine Ahnung. Keine Ahnung. Egal. Eine sehr schöne Überraschung, auch wenn es natürlich wirklich geschenkt war. Ja, besser ist es, ne? Wir müssen nicht so viel sehen von Mopsy. Und hier ist auch noch was. Machen wir das doch mal mit Mario. Fallschirmmütze 2. Trotzdem kein Profitest. Gibt's dann 3? Oder gibt's einfach keine Profi-Version? Ich check das nicht ganz. Mal so, ne? Fallschirmmütze! Durch Drücken von R zu aktivieren. Aber das wissen wir. Ist, glaube ich, auch so das am meisten benutzte Abzeichen, oder? Würde ich jetzt schon mal vermuten. Oh, stimmt. Hier gibt's wieder lila Münzen. Der Sprung war gut. Yo, ich habe nicht dran geglaubt, aber ich wollte es mir einreden. Er hat tatsächlich noch gereicht. Okay. Das nicht. Ja, so ist besser. Nein? Das lassen wir gelten, oder? Digga, wieso ist denn der Sprung so schwer? Hey, mache ich irgendwas falsch? What? Hätte man das wirklich von ganz oben
bis zum Ziel geschafft? Nö. Ich wette, du kannst das schaffen. Da kann man das vielleicht durch Schütteln irgendwie erweitern? Nee, auch nicht, ne? Nee. Ach komm! Was mache ich denn hier falsch? Thank you. Aber wenigstens war es mal eine Herausforderung. Was ist denn das für ein Bild? Yeah. Also von oben schaffe ich es nicht, aber... Und da hat auch gereicht. Das war bisher, wie ich finde, der herausforderndste Abzeichentest. Wunderschönes Bild. Besser als das vorher auf jeden Fall. Okay, was haben wir hier noch? Was ist das denn überhaupt? Oh. Ein Suchtrupp-Rätsel der Röhren. Dann bin ich mal gespannt, wie schnell wir das lösen können. Denn solche Level, die brauchen immer etwas Zeit. Und jetzt sind wir mittlerweile schon in der vierten Welt. Ach so, ach nein. Sag mir jetzt bitte nicht, dass das ein reines Röhrenlabyrinth ist. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So viele schöne, unterschiedliche Animationen. Moment, hier stimmt was nicht. Wie komme ich in den Vordergrund? Ja, moin. Das ist trotzdem erst die zweite? Wobei gut, wir sollten darauf nicht so viel geben. Aber natürlich gut möglich, dass hier eine der Röhren noch zu einem anderen Secret führt. Ich glaube, ich mache aber trotzdem erstmal weiter. Was geht hier ab? Da müssen wir dran ziehen. Aber der Platz reicht nicht, ne? Ja, war klar. Kann man das mitnehmen? Nein. Okay, dann muss man entweder von oben kommen. Oder man kann hier irgendwie hoch. Okay. Ja, moin. Alles klar. Warum ist das Münze Nummer 4? Da geht's auch hinein. Achso, nee, von da sind wir vorhin gekommen. Okay, okay, okay. Gehen wir mal hoch, gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, wie groß dieser Bereich überhaupt ist. Ah, da ist was, da ist was. Man sieht da einige Pixel. Ja. Okay. Ah, okay. Eigentlich ganz einfach sogar. Dann machen wir diesen. Und dann kommen wir auch schon an die Münze ran. Okay, die war in Ordnung. War das alles von hier? Nee, irgendwie muss man noch darüber kommen. Hä? Was? Man muss kniffeln, aber solche Level machen schon Spaß. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich hier wirklich nur im Notfall schneide, wenn ich was ewig nicht finde. Ich glaube, wir haben jeden Raum bisher gelöst. Die letzte Münze muss hier irgendwo sein. Ach, da oben, oder? Da kommt man nicht hoch?
Doch. Aber mit Mütze. Sprich, das ist so nicht gewollt. Wie kommt man dann da doch hoch? Also ohne. Alles klar. Ja. Okay. Auch wieder ein schönes Rätsellevel. Freue mich auf mehr. Wonderful. Wonderful. Da schließe ich mich an. Wieder ein lustiges Bild. Okay, dann würde ich mal vorschlagen, hauen wir mal unsere Münzen auf den Putz. Wir sind schon wieder bei 841. Geben wir sie aus. So, und was mir hier übrigens erst beim letzten Mal aufgefallen ist, man bekommt natürlich nicht immer einen neuen Sticker, auch wenn es zugegebenermaßen so aussieht. Wenn der Sticker neu ist, dann ist der Gold hervorgehoben oder glänzt, sieht man ja jetzt. Und die Zahl da rechts oben, die erhöht sich ebenso. Da sollte man immer drauf achten. Man kann natürlich auch auf Nummer sicher gehen bei dem Shop in der Spezialwelt. Da kriegt man auf jeden Fall immer einen neuen Sticker. Aber es kostet auch 30 Münzen statt nur 10. Pokern kann sich also lohnen, aber nicht immer. Und ich habe das Gefühl, ab jetzt sinkt die Wahrscheinlichkeit schon stark. Oh, der war besonders hervorgehoben. Ich glaube, der ist ultra selten. Stimmt, mir fällt auch auf, dass man häufiger die auf der linken Seite bekommt. Also sind die ganz rechts ultra selten. Und damit haben wir einen der allerseltensten. Goomba Daisy. Und Bora Daisy. Ja, lass uns mal gut sein. Ausbeute geht auf jeden Fall klar und wir sind wieder unter 600. Ich denke, damit haben wir die Level hier im unteren... Na, wobei... Da ist noch so eine Sandhaube. Aber die geht nicht weg, wieso? Die andere ging sofort weg. Okay. Und die auch? Irgendwas stimmt da nicht. Vielleicht gibt es da einen Schalter oder so? Keine Ahnung. Dann gucke ich mir das einfach wann anders an. Und wir spielen stattdessen jetzt ein neues Level. Und zwar nächtlicher Balloink-Schwarm. Das sieht wieder nach einer Original-Idee aus. Ich schnapp mir mal den Schwebehochsprung. Weil ich glaube, wir müssen über diese Ballons drüber springen. Es sah zumindest so aus, dass die einen versuchen zu behindern. Oh, die behindern sogar die Gegner. Und haben Münzen in sich. Oh, was? Das ist ja ultra fies. Aber die sehen richtig lustig aus. Hier kommt Spaß auf uns zu. Jo, die Animation von Peach, wenn sie runterfällt. Ich will doch die Münze holen, Mensch. Wobei es da auch noch eine Lilane gibt. Okay, jetzt haben wir die. Ah, Hilfe! Ja, das hier wird auf jeden Fall spaßig. Ich denke, man sollte sich aber auch nicht zu schnell nach vorne bewegen. Weil so gut wie immer irgendein Gegner angeschleudert wird. Oh. Ah, doch noch geschafft. Schön, oder? Glaube ich auch. Oh. Kriegen wir das hin? Ohne weggebounced zu werden? Bruh. Mann! Ich war mir so sicher, dass da nichts passiert. Oh, interessant. Wenn man von unten gegen die Ballons springt, dann passiert einem nichts. Man macht sie kaputt. Stoßen in die Schlucht! Oder ich verbrenne ihn.
Ich glaube, die sind nicht zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz hier. Oh. Okay. Nur ein kleines Goodie. Ach so, falls das nicht klar war, diese Blöcke, die immer an einen Charakter angelehnt sind, dieser Charakter kann die sehen. Alle anderen nicht. Was? Ach, deswegen gibt's den Ballonsticker. Und weiter geht's. Aufsteller meine ich. Ich sag da immer Sticker zu, aber es sind natürlich Aufsteller. Oh, oh, schnell, 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 hol dir den Stern. Weiter, weiter. Das ist zu wild hier. Als ob ich vor dem Level gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass wir auch zu so einem Ballon werden können. Eigentlich ist das so naheliegend, oder? Mega lustig. Trotzdem, wir müssen noch aufpassen. Ah, ich dachte, ich muss da rein. Weil das hier sieht schon ziemlich schwierig aus. Vor allem mit dem Highjump, den wir haben. Der verändert das Timing nochmal ein bisschen. Knapp. Jetzt aber. Ja, okay. Damit haben wir alles. Ab ins Ziel. Und weiter geht's. Oh, deswegen der Pilz. Was? Nein, 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 nein. Bloß kein dummer Treffer jetzt. Ich hab mich schon gefragt, was soll der Pilz jetzt gegen Ende noch? Ach, ich hab's wieder versaut. Kommt die nochmal? Ich weiß nicht, das ist irgendwie zu einem meiner Lieblingslevel geworden. Finde ich total lustig. Und die kommen nicht nochmal. Ich hab's verdödelt. Bruh. Mit den Fahnenstangen läuft's heute gar nicht. Mensch. Ich glaube, Peach möchte aber nie so aufgeblasen aussehen. Ah, dadurch wird das freigeschaltet. Ist halt null schwierig, aber ich war so vorsichtig. Kann man vielleicht verstehen, wenn da einen Meter zuvor 10 von diesen Galumbas rausgeschossen kommen. Super. Dann kommen wir jetzt zu unserem neu freigeschalteten Level. Ballonköpfen. Als Verschnaufpause gekennzeichnet. Na, hoffentlich stimmt das auch. Die Ballons sind auf jeden Fall ziemlich witzig. Freut mich, dass die direkt einen zweiten Auftritt bekommen. Moment mal, was ist das in der Mitte? Ah, so eine Art Bumper. Okay. Wie zufrieden Toadette guckt. Wart ihr mit diesem Part zufrieden? Dann zeigt es mit einem Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.